Jo Leute, was geht? Und herzlich willkommen zu einem Video. Und ja Leute, im heutigen Video möchte ich euch zeigen, wie ihr euch ganz einfach Farben auf euer BMX-Rad machen könnt. Ja, normalerweise war es ja immer so, dass wenn man sich BMX-Rad gekauft hat, dass man immer diese Standardfarbe bekommen hat. Und in diesem Video zeige ich euch, wie ihr ganz einfach x-beliebige Farben auf euer Rad machen könnt. Ich weiß, der Glitch, der geht schon ein paar Jahre, aber ich denke mal, dass einige von euch noch nicht wissen, wie dieser Glitch funktioniert. Und was braucht ihr für diesen Glitch? Für diesen Glitch braucht ihr eigentlich nur ein Apartment mit einer Garage und $800, um euch hinterher das BMX kaufen zu können. Und dann können wir eigentlich auch schon direkt losstarten. So, wir gehen einfach in die Garage, wo wir das BMX kaufen wollen, öffnen das Handy, gehen dann auf Reise und Transport, gehen dann einmal auf die Fahrradseite drauf, gehen dann einmal aufs BMX. Dort machen wir aber nichts, dort bestätigen wir einfach nichts, gehen dann ganz oben auf dieses kleine Haussymbol drauf, oben in der Taskleiste, da klicken wir dann einmal drauf. Von dort aus gehen wir dann auf Legendary Motorsport, scrollen dann ziemlich weit runter und suchen uns da den Set-Type raus. So, den Set-Type einfach nur mit X bestätigen, aber hier jetzt nichts machen. Hier könnt ihr euch jetzt irgendeine von den Farben auswählen und die Farbe kommt dann auf das BMX drauf. Ich wähle mir jetzt einfach mal eine grüne Farbe. Einfach nur die Farbe auswählen, dann gehen wir wieder hoch in die Taskleiste auf dieses Uhrensymbol. Und dort haben wir dann die Internetseite von dieser Fahrradseite, pantmccycles.com. Und wenn dann Bike Details 3 da steht, ist auf jeden Fall perfekt, dann wird der Glitch auch funktionieren. So, wir klicken dann einfach drauf. Auf Bestellen, dann in die gewünschte Garage und einfach reinstellen. Ich werde jetzt einfach das alte überschreiben. So, dann warten wir, bis das Bike geliefert wird. So haben wir dann die Meldung bekommen, dass das Bike geliefert wird. Können wir jetzt schauen und wir sehen, dass sich die Farbe von dem Bike geändert hat. So, auf den Glitch hat mich mein guter Kollege Casey Rabbit gebracht. Ihr könnt auch gerne mal seinen Kanal mal abchecken. Ist auf jeden Fall in der Videobeschreibung verlinkt. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Und das war es eigentlich auch schon mit dem Video, Leute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es denn so sein sollte, würde es mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr mir noch ein Abo und ein Like da lassen würdet. Und ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.